Jetzt habe ich richtig das Bedürfnis gehabt, einmal auf Birsfelden zu gehen und ein bisschen parallel bewegt Luft zu schnuppern. Aber hier in diesen Räumen ist es so still. Es hat auch keine Schuhe und keine Jacke. Das ist normal ganz anders. Auch unser Kaffeebereich ist leer. Normalerweise wird hier ganz viel geschnädert und gekäffelt und gute Gespräche geführt. Und mein Reich, mein Massageraum. Hier innen bin ich so gern mit Leuten. Und jetzt ist gerade alles leer. Aber es schmeckt immer noch ganz fein hier innen nach Öl. Nur meine Pflanze lässt, glaube ich, den Kopf ein bisschen hängen. Und wenn ich da reingehe, dann muss ich immer ein bisschen grinsen, weil das ist der Raum, wo ich Teenager-Yoga gebe. Und da innen lachen wir so viel. Es ist sowieso ein ganz lebendiger Raum. Da innen ist Schwangerschaftsgymnastik, Rückbildungsgymnastik und wie man sieht, auch Kinderhütte. Also ein ganz lebendiger Raum. Und unser kleiner Therapieraum. Da finden normalerweise vertrauliche, intensive Gespräche statt. Aber im Moment haben wir auch hier zwei leere Stühle. Duschen tut im Moment auch gerade niemand. Und unser riesig grosser, wunderschöner Bewegungsraum, da innen wird geschwitzt und tanzt, Krafttraining macht, Yoga-Übungen, Kinder-Yoga. Ein Raum, der normalerweise lebt, der bewegt ist und jetzt ist er ganz ruhig. Und ich nehme mir jetzt, glaube ich, so ein Yoga-Küssi. Und sitze ein bisschen drauf und in einem Moment die Atmosphäre von parallel bewegt. Einschnaufen und ein bisschen davon träumen. Wie schön, dass es wäre, wenn ihr alle da wäret. Und wie fest ich mich freue, wenn es dann wieder losgehen darf.